Sind das Aktuellste, was Game Plus Daily zu bieten hat. Es sind die News und wir haben uns welche ausgesucht, hoffe ich zumindest, denn ich muss, während ihr gleich redet, mir noch eine aussuchen. Wir haben aber auch einen dicken Zettel voller fetter News. Aber ein News, gerade mal gucken, steht hier nicht drauf, doch steht hier drauf. Na gut, dann nehme ich sie, aber ich hätte sie jetzt auch genannt, denn es ist die eine, die ich weiß. Im Januar wird erst der Preis genannt von der Nintendo Switch. Genau, am 12. Januar soll, glaube ich, nicht nur der Preis, sondern generell neue Infos zur Nintendo Switch dann folgen. Ich glaube, mit einem Livestream von Nintendo direkt. Da werden diverse Sachen, glaube ich, nicht nur Preis, sondern auch Ankündigungsdatum. Da kursiert ja das große Gerücht, dass Nintendo Switch im März schon rauskommen soll. Ja, glaub, für wie wahrscheinlich hältst du das? Ich glaube, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil eigentlich, wenn sie es smart gemacht hätten, dann müsste sie schon zu Weihnachten kommen. Und das verfehlen sie schon. Und ich glaube, ich habe es nur noch vage im Kopf, haben sie mal gemeint, dass Frühjahr nächsten Jahres dann letzten Endes die Konsole erscheinen soll. Finde das ein gutes Datum. Relativ realistisch. Und ich finde es auch cool. Also Frühjahr kommt nichts. Relativ wenig los, wenn man damit eine neue Konsole aufschlägt, warum nicht? Ja, vor allem, dann sind auch schon da ist der Hype von Weihnachten, also die Spiele, die dann kommen, gehen ja meistens wirklich bis Januar, vielleicht sogar manchmal bis März noch und dann ist sozusagen Ebbe meistens. Dann fängt schon so ein bisschen das Sommerloch schon fast wieder an. Und das ist eigentlich ganz gut, weil die Leute, die das Geld haben, die denken dann, glaube ich, schon mal drüber nach. Wohingegen an Weihnachten, eigentlich ist es natürlich ein Fehler, nicht an Weihnachten die Konsole rauszubringen, aber wenn man es zeitlich nicht hinkriegt. Mhm. Ich nehme an, dass es wirklich am Controller gelegen hat. Ich nehme an, dass da einfach, sowas von aus dem Nichts neu zu bauen, ist ja auch jedes Mal wieder eine Herausforderung. Absolut. Und es gab in der Vergangenheit so oft irgendwelche Verspätungen wegen, weil man die Hardware wirklich erst bauen muss, weil man das zum ersten Mal machen muss. Und dann ist irgendein Werk abgebrannt, was irgendwelche Chips, die man braucht, entwickelt und dann verspätet sich alles oder so. So stelle ich es mir zumindest vor. Ich habe keine Ahnung. Ist aber gut, dass sie, also es sieht ja danach aus, als hätten sie es einfach nicht geschafft zum Weihnachtsgeschäft. Und es gibt andere Firmen, die bauen es dann trotzdem raus. Ja? Ja, die Frage ist, warum haben sie es nicht geschafft? Das würde ich gerne wissen, aber dazu gibt es natürlich keine Antwort. Naja, warum schaffen wir unsere Termine auch nie? Ja. Zum gleichen Grund wahrscheinlich. Verzettelt, vielleicht irgendwelche Steine in den Weg. Die haben alle Kinder bei Nintendo? Können. Die haben Kinder. Haben alle Kinder bekommen? Ach so, und Kinder sind schon. Ja, die Kinder, die jeden Morgen hier vor der Tür stehen und einen unsere Schreibtische durcheinander bringen. Nein, Papa, geh nicht arbeiten. Na gut. Ah, mein Bein ist eingeschlafen. Aber das ist genauso wie, ich glaube, das wäre auch für Zelda halt perfekt. Der war ja auch für Ende des Jahres angekündigt, haben sie letzten Endes auch nicht geschafft. Und wenn sie dann die neue Konsole mit dem neuen Zelda rausbringen. Das ja auch für die alte Konsole noch kommt, genau, für die Wii U. Das wäre ziemlich geil. Das haben sie auch mit Twilight Princess gemacht. Ich glaube, sogar relativ zeitnah rausgebracht oder sogar zeitgleich, weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall haben sie es halt so gemacht, sowohl für GameCube als auch dann letzten Endes auch für Wii. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und wäre für mich dann beispielsweise auch ein Anreiz, dann eher auf die neue Konsole zu schauen, als dann mich letzten Endes noch mit der Wii U zu befassen. Ja, es gibt auch diese, wie heißt das denn, wenn man Finanzen macht, gibt es auch immer diesen Break-Even-Event. Nein, nicht Break-Even. Mann, wie heißt das denn, wenn das Quartal endet? Oder ihr wisst, was ich meine. Aha, Finanz. Quartalszahlen. Genau, ich glaube, mehr zählt doch dann noch zum letzten Jahr, oder? Genau. Und da gibt es immer diesen Moment, wo man sagt, okay, soll das noch ins letzte Jahr zählen oder in dieses Jahr und dementsprechend wird es dann noch platziert, weil man dadurch wahrscheinlich Steuern spart ohne Ende oder irgendwas macht. Ja? Also das darf man auch nicht vergessen. Es hat immer auch ein ganz klares Ziel, meistens so ein Datum. Na gut, wir werden dann mehr also im Januar wissen. Eine Sache war wichtig. Natürlich gestern, Microsoft. War ja lange angekündigt, dass sie da ihr großes Windows-Event halten. Keiner wusste so richtig, Windows-Event, was machen die denn da? Und Windows gibt's noch? Ja, was ist das? Und warum macht ihr ein Event dazu? Und was soll da gezeigt werden? Neue Fenster oder was? Also man wusste es nicht genau, aber die haben viele Dinge gezeigt. Und die sind so, sie greifen Apple an, haben also einen Standalone-PC jetzt rausgebracht, der eigentlich gar nicht schlecht aussieht. Aber interessiert mich alles nicht. Eine VR-Brille haben sie auch gezeigt. Auch? Jetzt so völlig unspektakulär? Einfach so? Einfach aus so nichts, aus dem Nichts, richtig. Und zwar eine Low-Budget-VR-Brille im Vergleich zu den anderen. 300 Tacken soll das Ding kosten. Mhm. Und
soll mit Windows funktionieren, von Xbox Linking, also ob das irgendwie zusammengehört, ob da ein Bundle kommt, ob das später noch irgendwie vielleicht was verlautbart wird, weiß man noch nicht. Es muss eigentlich. Muss eigentlich, ne? Also wenn sie eine VR-Brille für Windows rausbringen und generell Xbox super groß damit wirbt, hey, wir haben jetzt Windows und Microsoft bzw. Xbox, Gears of War 4 kannst du jetzt für die Microsoft für Microsoft-PCs zocken, ist eigentlich prädestiniert dafür. Natürlich, Spiele. Und ich meine, Microsoft, ob das Anywhere, die Konsole kann, das stelle ich jetzt mal zur Diskussion. Vielleicht ist dann noch so eine Scorpio. Also rein technisch meine ich, ob sie technisch leisten. Die PlayStation kann es ja auch und die sind ja nicht so weit auseinander. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe halt immer das Gefühl, dass die dann so ein, manchmal schiebt Microsoft so irgend so ein MeToo-Produkt hinterher, weil sie merken, ah fuck, das funktioniert ja, komm, lass uns auch auf den Zug anspringen. Und klingt vielleicht so, ne? War HoloLens dann auch einfach finanziell einfach nicht tragbar für den Massenmarkt. Weißt du, was die HoloLens kostet? Deswegen, der ist nichts für den Konsumermarkt. Also man hat sich ja immer gefragt, warum machen die keine VR-Brille? Aber ich bin mir echt nicht, ich könnte mir vorstellen, das Ding kommt raus oder wird vorher angekündigt, es läuft nicht mit der Xbox, alle rasten wieder völlig aus. Könnte ich mir fast vorstellen. Weil sonst hätten sie es doch jetzt angekündigt, oder? Was haben die denn geschrieben von GamePro? Was ist das für ein Journalismus Aber von euch? Aber guck mal, ich meine, das Ding, ne, dauert noch, bis rauskommt und wir haben bald wieder E3 und ein schlaues, wie ist das mit der Heuschrecke, die irgendwie für den Winter spart? So ist Microsoft auch, spart für die E3. Die einen machen die ganze Zeit Party und geben ihre Nüsse raus und der eine, und spart den Das ist doch wirklich, ich meine, hier in so einem Windows-Event hat das vielleicht, also ganz ehrlich, ich kann es mir absolut nicht vorstellen, dass das nicht mit der Xbox funktioniert, da werde ich Geld drauf und das wird bei der nächsten Möglichkeit oder wann Microsoft es für richtig hält, angekündigt. Das ist jetzt nicht dieser Zeitpunkt, aber der kommt. Ich glaube, das wird auch ein relativ großes Scorpio-Thema. Also auf der E3 nächsten Jahres soll ja Scorpio das erste Mal groß angekündigt werden. Und da passt das eigentlich zusammen, dass sie jetzt VR nochmal für Microsoft-PCs ankündigen, dass sie da eine Verbindung schaffen. Ist gar nicht mal so abwegig. Stimmt völlig. Ich frage mich dann nur, was zuerst kommt. Ob sie die Brille rausbringen und später einfach auch für Scorpio, vielleicht nochmal mit einem Update oder einer neuen Brille. Scorpio-Brillenproblem. Was oder ob sie warten, Übrigens, wo wir gerade bei Microsoft sind, bevor wir woanders hingehen, es passt nämlich ganz gut, habe ich heute selbst gemacht, es funktioniert tatsächlich. Microsoft hat angeblich aus Versehen, aber ich glaube, es haben sie absichtlich gemacht, in ihrem Store die Borderlands-Compilation. Es gibt so alle drei Teile oder zwei gibt es irgendwie in einer Compilation und die ist umsonst. Ach, du kannst wirklich in den Store gehen, brauchst nur halt ein übliches Windows 10, musst dich halt anmelden, gehst rein, kannst kaufen, kostet nichts, besitzt du dann auch. Ach. Ich werde es nie spielen, weil ich den Store nie, ich muss ihn suchen, weil ich nicht wusste genau, wo ist der denn. Und, aber ich habe es mir geholt, ich habe es jetzt. Also es hat funktioniert, ich war sehr beeindruckt. Vielleicht könnt ihr es auch mal ausprobieren, es ging vor 3 Stunden ging es noch. Und die Leute rätseln, ist es ein Fehler oder ist es ein Fehler? Aha. Also manchmal macht man sowas ja, um einfach so ein bisschen Incentive, um irgendwie den Store anzukurbeln. Tatsächlich glaube ich, dass das halt ein Fehler ist, weil sonst hätten sie es halt relativ groß angekündigt. Das frage ich mich auch. Ne? Ja, aber das ist so diese Art, diese neue Art von Marketing. So dieses Microsoft ist wie das ARD der Spielebranche. Also Ja, das stimmt wohl. Anders macht das aber Titanfall. Die haben nämlich wirklich Sachen rausgehauen, beziehungsweise haben sie jetzt im Vorfeld gemeint, was mich mega freut, dass sie den Season Pass, beziehungsweise keinen Season Pass raushauen. Dass sie keinen Season Pass zu Titanfall 2 rausbringen, beziehungsweise wird jede Map, die nach dem Launch rauskommt, kostenlos zur Verfügung gestellt. Kostenlos, sehr gut. Das ist nämlich, finde ich, ein guter Punkt, also Titanfall hat ja ein Problem gehabt, sage ich mal, mit der Langlebigkeit, auch wenn ich alles getan habe, um es zu verhindern. Aber es hatte ein Problem mit irgendwann schwindenden Spielerzahlen. Und man erwartet dasselbe jetzt auch wieder. Ich habe ja schon gehört, es wird das neue Evolve und überhaupt, und es wird bald wieder eingestellt. Das ist auf jeden Fall eine gute Art, um dagegen zu schießen, weil so viel Geld hätte man damit auch nicht verdient. Und EA hat genug andere Spiele, wo sie nochmal hier nochmal so ein Zehner. Es war ja sogar bei Titanfall dem ersten Teil so, dass da die ganzen Map-Packs dann umsonst waren irgendwann, ne? Nach 1, 2 Jahren. Sagst du ja. Ja, passt ins Schema. Ich finde es auch gut. Also ich finde das immer gut, um sowas anzukurbeln. Mir blutet das Herz, wenn ich weiß, dass Titanfall sich nicht so entwickelt hat, wie ich es mir erhofft hatte, weil ich finde es immer noch toll. Ich könnte es immer noch spielen. Also wirklich. Ich spiele es heute Abend, den zweiten Teil. Und jetzt mit Story-Mode, gebt euch doch mal einen Ruck. Der arme kleine Titan. Was soll der denn ohne euch machen? Der steht ja nur rum und rostet. Ja, das ist super interessant, weil ich beim ersten Teil noch keine so großen Reize hatte, das zu zocken. Und jetzt habe ich erst vor kurzem den Trailer für die Singleplayer-Kampagne gesehen. Alter Schwede, das sieht echt cool aus. Du und dein Titan, ne? Wie ein Hund. Wie ein 30-Tonnen schwerer Hund. Genau das ist das Ding, was mich eigentlich relativ angefixt hat. Und da habe ich jetzt tatsächlich Bock drauf. Ich wollte das schon damals zocken, einfach nur aus Neugier, aber da kam es halt nur für die Xbox. Eine Xbox besitze ich halt leider nicht und dementsprechend ist das halt schnell verflogen.
Und jetzt mit der Singleplayer-Kampagne für die PS4, ich glaube, dass Titanfall tatsächlich nochmal mitspielen kann. Ihr könnt alle herzlich, seid eingeladen, in meinen Squad zu kommen, wenn ihr einen PC habt, um mit mir zu spielen. Ich freue mich tierisch drauf. Wie gesagt, ab heute starte ich. Übrigens, kleine Info zu der Microsoft-Kiste eben mit Borderlands. Nun, das ist top aktuell aus dem Chat, das ist unglaublich. Ja, nun gibt es die Auflösung wegen dem Multiplayer-All-Access-Event. Da kommt das wohl her. Gibt es die Borderlands The Handsome Collection kostenlos und das bis zum 30. Oktober. Also kriegt man wohl auch im Xbox Store. Also kann man sich auch für die Xbox holen. Kann ich sehr empfehlen. Ist natürlich ein Top-Spiel. Ja. Wenn man das nicht schon vor 5 Jahren durchgespielt hat oder so, ist das natürlich interessant. Selbst wenn, dann hat kann man die Hardcopy verkaufen und irgendwie die digitale behalten. Also es gibt viele Möglichkeiten, daraus einen Nutzen zu ziehen. Ja. Und jetzt wird gesagt, kostet 24 €, Simon lügt. Also eine von den beiden Geschichten ist wahr. Da haben wir uns, oder haben wir uns einen Spaß erlaubt? Ihr Jonathan Frakes. Ja, ihr Jonathan Frakes. Na gut, das waren meine News. Die anderen muss ich nachlesen. Ich habe tatsächlich noch eine. Und zwar wurde, ich glaube, heute tatsächlich, im Rahmen einer neuen Nintendo Direct ein neues Monster Hunter angekündigt. Und zwar Monster Hunter Double X für den 3DS. Und im Grunde, wenn man kurz auf meinem PC schaut, sieht das genauso aus wie die letzten Monster Hunter. Bloß gibt es halt wieder zusätzliche Funktionen bzw. Elemente, was das Handling angeht, was die Bewegungen angeht. Man hat wahrscheinlich Kann man da den Rechner nicht abgreifen? Weil ich kann den Trailer auch anmachen oder was auch immer du da hast. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man meinen PC sieht so abgreifen. Aus, als könnte man nicht abgreifen. Okay. Um was geht's? Monster Hunter? Monster Hunter, genau. Welcher von den zig Double X. Einfach mal Monster Hunter XX okay, eingeben. Okay, gut. Der Trailer ist am Start. Gleich. Da ist er. Für den 3DS? Genau. Von 6 Stunden. Super, perfekt. So, da kommt er. Bitteschön. Du kannst jetzt gern drüber reden. Können wir ihn auch abgreifen, natürlich. Alter, hast du den mit der besten Qualität rausgesucht, ne? Extra einen mit 240p genommen. Alter Schwede. Ja, wir haben noch ein bisschen Internet, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist unfassbar. Ja, ist aber jetzt egal. Kann ich nicht ändern. Nee, aber im Großen und Ganzen kann man auch gar nicht so viel zu erzählen. Es ist halt ein neues Monster Hunter. Was ich spannend finde, ist, dass das auch im März rauskommen wird. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, es wird sehr stark darüber spekuliert, ob Nintendo Switch dann auch im März rauskommen wird. Und Monster Hunter ist ja ein Ding, das relativ groß auf dem 3DS war. Und mit Nintendo Switch wird ja der 3DS quasi wegrationalisiert über kurz oder lang. Und das ist dann relativ spannend zu sehen, wie sich dann Monster Hunter an sich weiterentwickelt. Weil jetzt der Sprung in die HD-Geschichte halt folgen muss. Und Monster Hunter in HD, das wünschen sich halt so unglaublich viele gerade. Ja. Und ich hätte auch mega Bock, ich habe es für den 3DS gespielt, das letzte Monster Hunter 4. Und da hat man halt relativ schnell gemerkt, fuck, okay, das ist viel zu viel gerade. Die Steuerung ist überhaupt nicht ausgelegt für den 3DS. Und das alles in schöner Optik plus mit einem vernünftigen Controller. Ja, ja. Alter Schwede, das stelle ich mir richtig, richtig cool vor. Und dementsprechend super interessant einfach. Es reizt mich auch. Ich habe das allererste Monster Hunter gespielt, seitdem nur immer zugeguckt und es sieht ja auch immer wieder toll aus. Mhm. Es ist aber auch so ein bisschen Dark Soulig, oder? Schon so ein bisschen heftig. Genau, genau. Also was ich ganz, ganz cool finde, ist, dass du keine Lebensanzeige hast von deinen Gegnern. Dass du anhand deren Movesets bzw. deren Reaktion auf deine Angriffe quasi lesen musst, wie viel Health sie noch haben, ob sie jetzt humpeln, ob sie irgendwelche anderen Geschichten machen. Und dementsprechend musst du halt lesen und deine Umgebung halt aufmerksam sein, um halt dementsprechend hier voranzukommen und den Kampf zu bestimmen. Das sieht schön aus. Ja. Aber Monster hat auch immer eine Serie, bei der man eigentlich nicht mal weiß, ob es überhaupt in Europa rauskommt. Da kommen ja einige Teile bei. Also, ja, ja. Ne? Das sind warten wir mal ab, bevor wir spekulieren, für welche Konsole es wann genau rauskommt, bevor wir nicht mal wissen, wo. Ich glaube, für den 3DS wird das definitiv in Europa irgendwann rauskommen. Weil, glaube ich, alle 3DS-Teile jetzt hier erschienen sind. Es gab, glaube ich, MMOs für den PC, das jetzt nicht in Europa rausgekommen ist. Ich glaube, das ist auch extra für den chinesischen Markt oder für den asiatischen Markt auf jeden Fall konzipiert und veröffentlicht wurde. Hier gab es jetzt leider nichts. Dementsprechend umso geiler, wenn es dann irgendwann für Nintendo Switch und in HD rauskommt. Also viele Nintendo-News. Auch übrigens, eine haben wir noch vergessen, die habe ich hier auch stehen, dass die Docking-Station, die ja notwendig ist für den Nintendo Switch, dass die dabei sein wird, dass man die nicht einzeln kaufen kann, dass es da keine Form von günstigerer Variante wird, wo man dann, weiß ich nicht, Batterien reinmachen muss. Ich frage mich ohnehin, wie das gehen soll. Ohne Docking-Station. Na gut, da hast du halt nur ein Handheld sozusagen. Das wäre möglich. Aber das wird nicht stattfinden. Es sei denn, ihr kauft es irgendeinem ab. So. Keine Ahnung, warum das einer machen sollte, weiß ich auch nicht. Na.
Vielleicht sollte man das machen. Einfach, das ist doch genial. Du kaufst die Nintendo Switch und dann verkaufst du die Einzelteile teurer weiter. So machen das ja alle. Also alles überall packst du mal 20 Euro drauf und hast du insgesamt 40 Euro also gewonnen, Gewinn gemacht, weil es wird Leute geben, die wollen die Konsole einzeln kaufen, weil sie haben irgendwie die gegessen oder der Hund und dann haben sie nur noch die Docking Station. Aber die Docking Station, habe ich gelesen, wird gar keine große Relevanz spielen, weil das Herzstück, sowohl der Prozessor auch als alles andere, wird im Controller sein. Ja, aber du brauchst ja so einen HDMI-Anschluss, zumindest das, oder? Also der ist ja, doch an der. Ja. Wofür ist die Docking Station denn sonst da? Ja, wahrscheinlich die Verbindung, das Verbindungselement ist das tatsächlich. Aber alles andere, also der Großteil, wird dann komplett im Controller stattfinden. Und dementsprechend wird der Rest, keine Ahnung, nicht so eine große Relevanz spielen. Das ist interessant eigentlich. Man hätte, da werde ich direkt verschwörerisch und denke mir, wieder haben die da extra, machen die extra Kohle mit der Docking Station. Ist es im Grunde einfach nur ein riesiger Hebel, der runtergedrückt wird und ein HDMI-Anschluss vielleicht. Mhm. Weil, wenn es wirklich nur das ist, hätte man das auch wunderbar an den Controller noch anbringen ja. können. Na gut. Das sehen wir dann am 12. Januar wahrscheinlich. Na gut. Ist ja auch nicht mal. Ich werde sie eh nicht kaufen. Oh. Hat jemand noch eine News? Ja, die Zeit ist um. Oh, da ist die Zeit schon wieder um. Nee, wir gar haben nicht. Noch das PS4-Gewinnspiel. Ja. Das können wir noch mal kurz anteasen. Kurz mal gucken unter TweetDeck. Genau, also nicht ihr, sondern ich. Ihr könnt uns immer noch Namen geben. Und zwar für unser... Wie? Nein. Wer kann uns Namen geben? Ja, nicht uns. Also nicht die und mir, kein Tiernamen, sondern... Ach so, okay. Der Schröckert und ich, wir spielen ja in einer Reihe, die nennen wir knallhart durchgenommen, Modern Warfare Remastered. Und da spielen wir... im Veteranenmodus und es ist richtig heftig. Und wir haben jetzt gerade auch noch mal 2 neue Stunden aufgenommen. Ich kann es jetzt nicht spoilern, aber stellt euch vor, es ist ein sehr kurzer Weg und wir haben sehr lang dafür gebraucht. Das ist der Inhalt dieser Reihe. Und da brauchen wir einen Titel von euch für diese Reihe, für unser Team. Und den könnt ihr entweder, und das sind 2 Möglichkeiten, das finde ich ganz schön, dass wir nicht nur über Twitter das machen, sondern ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an gewinnspiel@rocketbeans.tv. Nichts anderes, nicht DE oder so und auch nicht Gewinnspiele, sondern Einzahl und Rocketbeans TV. Und da packt ihr den Betreff COD PS4 rein und eure Vorschläge nehmen wir dann an. Die Social Media Abteilung wird sich darum kümmern. Ruft uns nicht an. Sie ruft euch an und ihr gewinnt dann eine PS4 mit Branding. Was irgendwas heißt. Wahrscheinlich hat einer seine Kippe einfach auf über der Konsole. Ich fand den Vergleich mit Aufkleber eigentlich ganz gut, weil genau das ist es das ja. Ne? Nicht, ja. Aber die sehen mittlerweile ganz gut aus. Also ich ja, da ist auch der Controller wahrscheinlich auch irgendwie, ja. Ne, und das ist ja dann ja, schön angesprüht oder wie das mal. Ne? Ja, früher war das so mit Airbrush, so ja, richtig ja. auseinandergebaut und geairbrushed. Heute ist das irgendwie, eigentlich geht das automatisiert. Die Roboter nehmen uns allen die Jobs weg, den ganzen Künstlern. Ja, das stimmt. Ja. Ich hatte die Xbox von Star Wars, weißt du, die aussah wie R2-D2 und wo der Controller so golden ich sehe die ganze Zeit Stare. Ja, okay. Und der Controller war der goldene wie C3PO. Und ich fand ihn super gut und er sah auch super schön aus, aber der war aus der Box hinaus kaputt. Der rechte Button ging nicht. Ich habe ihn eingeschickt, weil ich wollte ihn heilen. Krieg ihn zurück. Neuer Controller, rechter Button kaputt. Oh, das ist doch. Die haben dir denselben geschickt. Ja, ich glaube auch. Wie groß ist die Chance? Ja, ich meine, komm, die Xbox 3 ist so ausgefallen, die können sie gar nicht rübergehen. Wir haben jede zweite direkt wieder zurückgeschickt. So. Aus dem Karton in den Karton. Ja, ja tut mir sehr leid. Ja, du ist sehr traurig. Pech. Ich ist sehr traurig. Erst bist du richtig schlecht in Dark Souls und dann auch noch das. Das hat ihn übrigens sehr getroffen, den Dennis, dass ihr da so gemeckert habt. Der kann das nämlich sehr gut. So, irgendjemand sagt hier, mach Handy an. Wahrscheinlich ist das, normalerweise möchte man das Gegenteil, mach dein fucking Handy aus. Aber in dem Fall will jemand Elias sagen, dass er sich vorbereiten sollte. Das Handy ist tatsächlich an, weiß nur nicht, ob es läuft. Aber wahrscheinlich wird es gleich laufen und dementsprechend können wir dann hoffentlich jetzt gleich zurück zu Tisch Blau mit Mobile Plus. Hervorragend. Wir haben uns heute 2 Apps ausgesucht. Die eine ist relativ frisch in den Google Play Store reingekommen und die andere ist eine relativ, nicht alte, aber schon etwas, ja, keine Ahnung, ich glaube 1-2 Monate ist sie mindestens im App Store. Das ist aber nicht so schlimm. Wir fangen mit dem relativ frischen Thema an und zwar ist es Plants vs. Zombies Heroes. Nice. Und zwar ist das aber jetzt nicht das typische Plants vs. Zombies, wie man es bisher kennt, sondern Plants vs. Zombies in ein Kartenspiel gemünzt und erinnert sehr, sehr stark an Hearthstone. Und dementsprechend spielt es sich auch. Bevor wir aber ins Spiel reingehen, gucken wir uns generell das Interface mal an, was ich ganz spannend finde, was jetzt im Vergleich zu Hearthstone fehlt oder nicht fehlt, beziehungsweise drin ist, sind die einzelnen Missionen. Man hat hier Pflanzenmissionen, man hat 2 Fraktionen, die Pflanzen und natürlich auch die Zombies. Und hier kann man Story-Missionen spielen, was ich ziemlich cool finde.
und so neue Münzen sammeln. Diese Münzen kann man dann, wie auch in Plants vs. Zombies Garden Warfare, in Packs umtauschen und so neue Karten gewinnen. Und das Gleiche gibt es auch für die Zombies. Hier hat man auch verschiedene Story-Missionen, wo man sich mit dem Spiel generell vertraut machen kann. Entschuldigung, Elias, kannst du den Ton noch anmachen? Oh, natürlich. Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen. Der Ton ist aber eigentlich an, wenn ich... Gut, nee, dann ist okay, der Fehler liegt dann woanders. Alles klar. Okay, und dementsprechend ganz cool, bei Hearthstone gibt es natürlich jetzt auch Story-Missionen, bloß kosten die halt Geld. Und nicht nur generelle Story-Packs, sondern auch einzelne Flügel, also die Kapitel. Und dementsprechend finde ich das hier ganz cool, dass du direkt von Beginn an die App dir komplett runterladen kannst, ohne irgendwas zu zahlen. Und dann direkt anfangen kannst mit den ersten Story-Missionen, wenn du keine Lust hast auf irgendwelche Multiplayer-Action. Und ist eigentlich ganz cool. Ich gehe jetzt erst einmal in die Pflanzenmission rein. Und hier habe ich schon ein bisschen gespielt. Das ist das erste Kapitel. Und hier habe ich so weit gespielt, dass wir jetzt zum Boss kommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Ich kenne jetzt ein bisschen mein Deck. Was ganz cool ist, die ganze Aufmachung ist im Superhelden-Style. Das werden wir jetzt hoffentlich gleich sehen. Jede Story wird eigentlich, oh, jetzt hier nicht, aber jedes Kapitel wird eigentlich mit so schönen Comic-Panels eingeblendet, beziehungsweise eingeführt. Und soll nochmal so einen schönen, netten Touch geben und nochmal tiefer in die Materie einfach erlauben, einzutauchen. Wir haben natürlich auch hier den Crazy Dave, der uns immer mal wieder Tipps gibt. Hier erzählt er uns von einem Bosskampf, den wir jetzt angesteuert haben. Er hat hier eine Karte weniger, was auch spannend ist. Und dementsprechend können wir jetzt gleich direkt mal anfangen. Man sieht es auch direkt auf dem ersten Blick. Man hat die einzelnen Karten haben einen Angriffswert und einen Lebenswert. Und oben rechts die Sonne ist die Währung, die wir einsetzen müssen, um die jeweiligen Karten dann auszuspielen. Ich habe jetzt hier meine Pilzkarte, mit der ich relativ gut klargekommen bin. Die hat den netten Effekt, dass ich nicht nur sie einsetzen kann, sondern auch ein Minion, der gleichzeitig eingesetzt wird. Das ist ganz cool. Oh. Und dementsprechend haben wir jetzt alles aufgebraucht. Ich habe keine Sonne mehr. Das Ding ist hier noch zusätzlich, das wurde ein bisschen vereinfacht im Vergleich zu Hearthstone. Man kann nicht auswählen, dass ich jetzt angreife oder dass der Gegner mich jetzt direkt angreift, sondern ich kann nur meine Karten setzen und dann muss ich meinen Zug beenden. Und dann ist der Gegner dran und wenn er seine Karten gesetzt hat, wird direkt in den Angriffsmodus gewechselt. Die Karten, die auf dem Feld sind, fangen direkt an anzugreifen ohne mein Zutun und dementsprechend läuft dann die jeweilige Runde ab. Dann ist wieder mein Gegner dran, die Zombies, die haben jetzt wieder ihre Karte gesetzt. Ich kann jetzt wieder meine Karten setzen. Ich habe jetzt mittlerweile 2 Sonnen und kann dementsprechend hier 2 Blumen einsetzen. Was auch ganz cool ist, die Karte ist flexibel. Ganz links haben wir jetzt hier eine Anhöhe. Wenn wir jetzt hier eine Katapulterbse hinpacken, gibt es da nochmal einen Bonus. Und ganz rechts haben wir eine Wasserstrecke, wo wir dann nochmal Amphibien hinpacken könnten und die dann nochmal extra Damage beziehungsweise einfach nochmal ein extra Feld beanspruchen können. Ist halt strategisch auch nochmal ganz cool. Ich habe jetzt meine Karten gesetzt, kann die Runde beenden und dann geht es, wie eben erwähnt, direkt in den Angriffsmodus, ohne mein Zutun. Alles passiert von alleine und das ist deutlich casual-artiger als Hearthstone, was ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm finde, weil das nochmal, das ganze Universum ist halt ein bisschen leichter, ein bisschen leichtere Kost und dementsprechend ist das eigentlich ganz cool. Finde ich nicht schlimm. Wenn man ein Hardcore-Kartenspiel haben möchte, dann gibt es immer noch Hearthstone. Und dementsprechend alles entspannt. Ich habe jetzt hier 3 Sonnen und kann jetzt hier meinen Anti-Held ansetzen. Der bekommt nochmal einen extra Buff, wenn er den Boss direkt angreifen kann. Das ist der Fall. Deswegen habe ich jetzt hier 5 Angriffspunkte, 3 Lebenspunkte. Eine relativ gute Karte. Ich habe da, glaube ich, relativ gutes Spiel tatsächlich. Oh, damn. Okay, den habe ich nicht gesehen. Der hat einen Zombie gesetzt, der 6 Angriffspunkte hat. Das ist nicht cool. Währenddessen spielt Dennis weiter Dark Souls. Das soll uns bevor wir weiter ins Detail gehen, beziehungsweise den Kampf hier weitermachen, wollte ich jetzt eigentlich nochmal zurückgehen und nochmal näher ins Detail gehen, was Microtransactions und ähnliches angeht. Das Spiel ist zwar kostenlos, aber wie man es halt kennt,
man muss halt dementsprechend für bestimmte Inhalte zahlen, wenn man denn will. Und bei Kartenspielen ist das ja relativ naheliegend. Wenn man Bock auf weitere neue Packs hat, kann man sich die entweder erspielen. Das sind die Münzen oben. Das sind die normale Währung quasi, die man jedes Mal nach einer Runde kriegt. Ich glaube 15 bis 20 Münzen, je nachdem, wie gut man spielt. Und da kann man sich dann mit 100 Münzen ein Pack kaufen oder mit den Juwelen kann man sich dann dementsprechend auch mit neuen Karten versorgen. Ich fand das bisher eigentlich ganz entspannt, die einzelnen Münzen zu erspielen. Ich weiß allerdings nicht, wie es jetzt langfristig aussieht, wenn man weiterspielt und weiter, dass da irgendwann so viele Münzen gebraucht werden, dass es nicht mehr tragbar ist, beziehungsweise so lange spielen muss, bis man dann ein neues Kartenpack bekommt. Ist halt ein bisschen doof. Gerade bei Hearthstone habe ich das gemerkt, dass man immer mal wieder länger spielen muss, bis man dann sich ein Pack erspielen kann. Da ist dann der Kauf natürlich einfacher, aber das will dann letzten Endes nicht jeder, was auch vollkommen verständlich ist. An sich haben wir, glaube ich, im Großen und Ganzen alles durchleuchtet. Natürlich gibt es auch einen Multiplayer-Modus. Da sind wieder ganz klassisch, wie es bei Hearthstone eben ist. Man hat einen Rang. Ich habe jetzt hier Rang 2. Ich konnte nur gestern noch ein bisschen spielen und ein paar Punkte sammeln. Und das verhält sich ganz klassisch wie im Singleplayer-Modus. Man hat man hat seine Karten, man spielt gegen andere Leute, man kann zwischen zwei Fraktionen auswählen. Entweder ein Pflanzendeck oder ein Zombie-Deck, das man sich vorher auch aneignen kann. Und dementsprechend dann auch in den Multiplayer-Modus gehen und so seine Karten präsentieren bzw. im Kampf antreten. Das war es, glaube ich, auch im Großen und Ganzen von Plants vs. Zombies Heroes. Finde ich eigentlich ganz cool, wenn ihr Bock auf Hearthstone hattet und das und dem ein bisschen überdrüssig seid und generell Plants vs. Zombies-Fans seid, dann könnt ihr da ruhig aus meinem Blick riskieren. Was die Microtransactions angeht, wie gesagt, ist halt ein Kartenspiel und dementsprechend kann man sich da ein bisschen reinfuchsen, die Sachen erspielen. Und wenn ihr keinen Bock habt, dann könnt ihr halt zahlen, was auch gar nicht mal so wenig ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da gab es auch, hier gibt es Angebote von 99 Euro für 15.000 Juwelen. Kennt man ja, man bekommt da ungefähr 150 Packs für, aber 99 Euro ist auch mal halt eine Ansage. Kannst du dir eineinhalb Mal Titanfall kaufen. Und dementsprechend ist das jedem das Seine. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel und wenn man da Bock drauf hat, warum denn nicht? Und dann gehen wir auch direkt raus und ins nächste Spiel. Und da habe ich mir ein relativ schönes Ding ausgesucht, und zwar nennt sich das Floon. Floon ist ein Kickstarter-Projekt damals gewesen, das den Fokus komplett auf den Story-Modus legt und im Grunde einfach eine sehr, sehr schöne Kurzgeschichte ist über einen Wal, der auf Stelzen geht und auf der Suche nach dem Meer ist. Und relativ schöne Geschichte, die stellenweise an einen Pixar-Kurzfilm erinnert. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, um das Spiel bzw. um die Kurzgeschichte, die interaktive, nochmal uns näher anzusehen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schönes Ding, wenn ihr da Bock drauf habt, um generell interaktives Storytelling und eine schöne Aufmachung, tiefe Atmosphäre, dann soll euch das definitiv ans Herz gelegt werden. Ich hatte da sehr, sehr, sehr großen Spaß, war sehr traurig stellenweise, aber auch sehr, sehr schön. Und dementsprechend, wenn ihr da Bock auf ein experimentelles Ding habt, dann ist Floon definitiv das Ding, was ihr euch auch mal näher anschauen solltet. Das war's von Mobile Plus. Jetzt geht es zurück zu Tisch Rot mit Dennis, Simon und Dark Souls 3. Da werden wieder viele Fanfictions entstehen bei den Geräuschen, die ihr im Hintergrund... Ilias konnte sich nicht auf sein geiles Mobile-Game konzentrieren, denn von Tisch Rot kam wieder dieses Gestöhne. Die Kamera zeigte nichts, doch Ilias musste alles sehen. Denzel besiegte den großen schwarzen Wolf mit harten Schlägen. Noch Fragen? Nein. Ich habe das gleich eingeschickt. Jetzt hat schon 5 Sterne direkt. Schon direkt viele bekommen. Ah, super, unter fanfiction.com oder was? Es gibt, das wollen wir eigentlich gar nicht. Nee, ich glaube auch nicht, dass wir darüber reden wollen. Aber du hast es wirklich hier, Rektarski hat seinem Namen alle Ehre gemacht und hat den Wolf erlegt. Ja, den großen. Was? Echt? Ja, ja. Während du gespielt hast. Das ist ja abgefahren. Ja, der ist wirklich gar nicht so schwierig. Man muss halt nur, wie wir es am Anfang gemacht haben, am Ende noch überleben, wenn man nur noch gegen den Wolf kämpft. Und dann klappt das Ganze. Ja. Dazu vereinfacht es natürlich, wenn nicht gerade die ganzen Kameras auf einen gezielt sind, man nebenbei noch labert und neben einem ein Typ sitzt, der
irgendwelche seltsamen Krankheiten googelt. Ja, das stimmt. Das alles in allem hat dann dazu geführt, dass wir den in einem Versuch kurz geschafft haben und uns jetzt hier wegbeamen, weil das eine Sackgasse ist. Ich habe alles abgesucht. Bis auf die Krabben habe ich hier alles erledigt und zu den Krabben komme ich von hier nicht mehr hoch, weil das so eine kleine Klippe war. Der Wolf hat am Ende noch rote Augen gekriegt, wurde dann ein bisschen härter, aber zwei Schläge auf die Schnauze haben dann auch dem ganzen Ende gesetzt. Und wir haben jetzt vor uns ein neues Gebiet, das Corvian. Das ist jetzt auch kein, also da warst du wirklich noch nicht, oder? Du hast das jetzt zum ersten Mal. Ich war hier überall noch nicht. Ja, ich also, glaub dir das. Ja, ich wollte, also jetzt sind wir definitiv in ganz neuen Bereichen die ganze Zeit. Waren wir eben auch schon. Okay, krass. Waren wir eben auch schon. Also nur diese Brücke am Anfang, die kannte ich schon, die Kapelle. Aber als wir dann runtergegangen sind, ab da war für mich Neuland. Genauso wie jetzt, wenn wir durch ein bestimmtes Tor gehen. Es gibt immer wieder Abkürzungen und die habe ich schon aufgemacht für uns. Ich muss mal fragen, weil das im Chat ganz oft kam natürlich. Ja? Werdet ihr das denn auch noch spielen, hier Edmund Denzel und den DLC zu Dark Souls? Oder ist das noch nicht ganz klar? Es wird gerade geplant. Okay. Na gut, und es ist ja jetzt auch viel einfacher, weil es gibt ja einmal den Tag der freien Schelle, ganz am Ende einer Dark Souls Knall durchgenommen Session, wo wir uns mit der Community prügeln im PvP-Modus, also online gegeneinander. Und das geht jetzt mit Dark Souls 3 das erste Mal einfach. Vorher, es ist ja wie eine eigene Religion. Du musst dir die Mondphase musst dir stehen und dann Flut, wenn 10 Katzen hinter dir im Gleichschritt miauen, dann kannst du gegeneinander battlen irgendwie. Und zu einer echten Katzenknappheit geführt. Ja, tatsächlich. In bestimmten Orten. Ja, die große Katzenknappheit von 2015. Es haben sich aber wiederholt ein bisschen die Katzenstocks. Und jetzt kann man, wenn man den DLC durchgespielt hat, in so eine Arena gehen und auch mit Freunden gezielt spielen. Vorher wusste man nie, wer kommt. Ja, man legt das Zeichen auf den Boden, man guckt, was passiert, aber komm, ich spiele mal weiter. Ja, okay. Okay. Und zwar anderes Gebiet, andere Richtung. Wir sind jetzt hier ganz unten, wo. Das ist diese Siedlung. Ich versuche gerade die Brücke noch mal zu erhaschen. Ah, die ist ja weg, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, aber irgendwo da oben in diesem Nebel, da waren wir. Ja. So, wir sind jetzt hier unten. Hier siehst du das. Noch mehr von diesen seltsamen Eiern. Damit hat es irgendwas auf sich. Ich glaube, der letzte Boss ist irgendwie eine Fliegenlarve oder so. Das ist irgendwie komisch. Und hier, Gegner. Aber Gegner, die nicht angreifen. Und so komisch vogelmutiert. Und was würdest du sagen, ist das, was da hängt? Hinten dran. Ach, ich will es gar nicht sagen, aber wir alle denken dasselbe. Es gibt verschiedene Sachen. Also, wenn etwas zwischen den Beinen so raushängt, ist nie ein gutes Zeichen. Direkt zum Arzt. Soweit soll das nicht kommen. Oder? Ich weiß nicht, was das ist. Ja, kommt doch mal, worauf du stehst, ne? Also, meine Katze, ich hatte mal einen Hund, der hatte sowas dann. Also ja, das ist ja nämlich auch, wenn Hunde sich nicht den Hintern abwischen. Ja, und dann wird es zu so einer Art Dreadlock. Ja, genau, so diese Kacki-Dreadlocks von Hunden. Ja, ich glaube, das sind Eier. Weil wir haben ja hier die Eier gesehen und die sind doch so halb geboren und die sind irgendwie mutiert und tragen die Eier von irgendwas aus und die werden hier gesammelt und an die Decke gebackt. Und wir haben einen neuen Weg hier, haben diese Stadt quasi erledigt und gehen jetzt hier hoch. Da kommt jetzt aber einer. Das ist ein ziemlicher Facker. Und guck jetzt, wie die flüchten. Aber das sind doch seine Freunde. Nein, das sind nicht seine Freunde. Oh, guck dir das an. Die können es gar nicht mit ansehen. Ja, ja. Gib ihn! So, jetzt müssen wir den erledigen kurz. Das ist ein ziemlicher Facker. Oh, der ist schnell. Ja, der ist schnell und agil und er sieht auch noch gut aus. Verdammt. Wie Freddy Krueger in den Albtraumwelten. So, die gute Kamera. Oh, du hast ihm aber nicht gerade viel abgezogen mit dem Einschnitt. Nee, das ist ein ziemlicher Facker, wie gesagt. Das ist der. Ziehen wir ein bisschen was ab. Guck mal, das war doch nicht schlecht. Davon nur das noch zwei, das drei Mal schön. Und dann. Auch schön in Deckung gegangen. Oh, weg! Oh Mann. Puh. Es ist sehr spannend zuzugucken, wirklich. Nein! Alter. Die anderen beiden wollen einfach nur unbeteiligt weiter in Ruhe rumstappen. Ja, die muss man aber aufpassen. Auch Gegner, die ungefährlich aussehen. Siehst du, jetzt fängt er da hinten an zu kotzen. Und niemand steht gerne in Kotze. Oh, auch noch ganz fies von hinten gefinisht. Wundervoll gemacht.
Das war jetzt schon, das hat mich jetzt überrascht. Das war auch so gemein, weil er ist so schnell und du bist ja relativ behäbig als Ritter. Oh. So, das war ganz gut. Guck mal, hier haben wir es gefunden. Dankpai, ein Stück Scheiße tatsächlich. Und nicht nur frei übersetzt, sondern Dankpai. Und das hier war ein Shortcut, das war früher zu. Vorher mussten wir erst diesen Turm hoch, hier rüber über die Brücke, uns da oben langkämpfen, alles töten, zangen. Und dann haben wir von hinten die Tür aufgemacht und können jetzt hier war ich ab jetzt noch nie. Neuland. Ah, ja, okay. Oh, da ist da wieder eine Baumolle. Ja, die kann mich mal. Eine Baumlady. Eine Entin. Wollen wir mal hier rein, gucken, was da passiert. Ilias, ich frage gerade auch was aus dem Chat. Wie heißt die zweite App, die du vorgestellt hast? Weißt du es noch? Fluen war das. F-L-E-W-N. F-L-E-W-N. Okay. Genau. F-L-E-W-N. Sehr, sehr schönes Ding. Unbedingt mal reinschauen. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you bring upon yourself. Hello, Sir Wilhelm! Fuck you, Sir Wilhelm! Oh, oh, der hat ein Alter mit einem einzigen Schwertstreich. Und die Bücher hat er auch noch umgehauen. Und was für ein geiles Schwert er hat, das leuchtet schwarz. Cool. Ja, das war Sir Wilhelm, den habe ich noch nie gesehen, aber er ist mir nicht freundlich gesinnt. Hat eine sehr kurze Lunte, der Mann. Ja, eine sehr, sehr kurze Lunte. Was machst du hier? Überrascht. Geht direkt, instant, wie so ein Schalter. Ich dachte im ersten Moment, das wäre ein anderer Spieler, weil diese Geister ja manchmal auftauchen. Deswegen habe ich die Fackel noch in der Hand behalten. Ich hätte natürlich sofort aufs Schild switchen müssen, um mich zu verteidigen. Habe ich nicht gemacht, deswegen sind wir jetzt wieder am Anfang und könnten da uns nochmal hinbegeben. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Alles andere wäre nämlich zurück. Und ich habe auch schon des Öfteren gelesen, der DLC soll nicht allzu lang sein. Ich habe schon Zahlen gelesen, die sich im 4-Stunden-Bereich aufhalten. Meistens sind das aber irgendwelche Kids im Internet, die angeben wollen, wie schnell sie es durchgespielt haben. Ja, also eher vielleicht 6. Ja, genau. Oh, du kannst doch vorbeilaufen. Ich kann auch vorbeilaufen. Ich will das hier jetzt nicht dreimal machen. Nee, das ist auch richtig. Wir wollen da jetzt rein und Sir Wilhelm einmal kurz aufs Maul hauen. Der Typ nämlich kommt mir nicht hinterher. So, Wilhelm, noch mal ganz kurz. Wie geht's dir? Der steht da hinten. Ist das auch der, der spricht eigentlich? Ja, ich glaube schon. So, guck mal, pass mal auf hier. Sir Wilhelm, hey! Oh, du ziehst ihm sogar was ab. Wer hat denn damit gerechnet? Sir Wilhelm nicht. Oh, shit! Oh, 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 der lässt einen aber auch ganz schön Ruhe, die Drecksau. Es ist eine richtige Drecksau. Shit, fucking Mann. Sir Wilhelm, bleib mal locker. Ah. Ich versuche hinter ihn zu kommen. Oh nein, shit. Oh, shit. Ja, menschliche Gegner. Ziemlich hart. Guck mal, jetzt. Ja, gib mir noch einen Spruch hinterher. Ich meine, ist der Weg nicht so weit, aber das ist für mich schon Konsolen-Ausschaltpotenzial. Einfach. Ja. Das machst du viermal und dann schlägst du den Hund. Also den eigenen. Macht man natürlich nicht. Aber im Kopf. Nein, einfach. Doch, das ist. Komm, jetzt, ich hab's verkackt. Da kann ich den nicht ausholen. Ja. Da kann ich den. Der Simon steht Hunde. Ja. Ich hab ja keinen Hund. Ja, ich gehe raus Hunde. Und schlag einen fremden Hund natürlich. Säuglinge. Gibt es noch ein kurzes Fazit? Deine Ersteindrücke? War das schon das letzte Ding oder was? Das war leider schon. Du hattest extra Zeit. Ja, wenn ihr euch nicht selber eine Meinung bilden könnt, dann hier meine. Dark Souls ist ganz geil. Und DLC auch. Ich kann noch nicht sagen, wie lange er ist. Nur das, was ich gelesen habe. Das sagte ich bereits und finde ihn trotzdem geil. Okay, warum nicht? Tisch blau. Heute gibt es richtiges Kontrastprogramm. Bei Dark Souls hatten wir dunkle, düstere Welten und jetzt geht es wieder zurück in einer etwas freundlicheren Umgebung. In einer Umgebung, die schon fast an Hawaii erinnert. So friedlich, schön und sonnig ist das. Und wenn wir uns erinnern, zu Beginn der Sendung haben wir uns auf den Weg gemacht zur Prüfungsstätte. Da wollte der Professor ja, dass wir hingehen und uns als Pokémon-Trainer beweisen. Und wie wir sehen, wir stehen hier jetzt bei der Prüfungsstätte und gehen direkt mal rein und schauen, was es hier zu sehen gibt. Das ist der Tenkarat-Hügel. Generell einfach alles komplett neu umgemodelt, was die Städte betrifft. Wir haben einen neuen Kontinent, wir haben neue Städte und wir haben dementsprechend auch neue Umgebungen. Und das ist jetzt unser erster Berührungspunkt mit so einem neuen Standpunkt.
Okay, und hier wird auch gleich die neue Spielmechanik vorgestellt. Und zwar müssen wir uns an Pokémon heranschleichen, um sie zu fotografieren. Und das habe ich ja auch schon bereits zu Beginn erwähnt. Beim N64, bei Pokémon Snap, hatten wir eine ähnliche Mechanik. Hier benutzen wir aber jetzt den Fotoapparat, den sinnbildlichen, um Pokémon zu fangen. Pikachu. Der Professor ist so nett und leiht uns sein Pikachu. Da traut er uns nicht zu, dass wir es mit unserem einzigen Pokémon bisher schaffen. Ist nicht schlimm, denn das Pikachu hier ist relativ stark und wird uns sicherlich weiterbringen. Und wir müssen jetzt zuerst ein Miniras suchen. Auch ein neues Pokémon, das jetzt mit Sonne und Mond kommt. Boah, okay. Ja, und wir haben wahrscheinlich auch schon das erste entdeckt. Alles klar, okay. Wir müssen jetzt den optimalen Augenblick abwarten. Aber der hier ist schon relativ gut. Klicken auf den Auslöser. Und es geht direkt in den Angriff über. In der Vollversion hätten wir das jetzt beispielsweise fangen können. Da das aber jetzt eine Demo-Version ist, müssen wir es leider besiegen. Ist aber halb so wild. Denn wir sind sehr stark. Was nehmen wir da? Wir können wieder die Wasserschuriken nehmen. Ja, ist aber nicht so effektiv tatsächlich. Wobei. Nice. Ja, zwar nicht effektiv, aber dafür viermal getroffen. Ja, nee, da kann ich nichts anhaben. Dann nutzen wir mal die Flugattacke, die relativ schnell ist und immer als erstes beginnt, was ganz cool ist. Und dementsprechend ist das hier relativ leichtes Spiel für uns. 322 Erfahrungspunkte. Den ersten Punkt haben wir abgehakt und weiter geht's. Die Prüfungen spielen in der Vollversion tatsächlich noch eine relativ große Rolle. Man kennt es ja von Pokémon bisher, dass wir Arena-Leiter hatten. Insgesamt 8, die wir herausfordern mussten, um dann in die Pokémon-Liga zu kommen. Und hier ist das so, dass man das Konzept ein bisschen umgeworfen hat. Und zwar wird es jetzt verschiedene Prüfungen geben. Mit Sonne und Mond, also keine klassischen Arena-Kämpfe mehr. Man hat nach wie vor natürlich Kämpfe, die dann zu den Prüfungen gehören. Aber jetzt sind sie halt viel, viel vielseitiger. Das sieht man jetzt hier auch, dass man verschiedene Pokémon fotografieren muss. Und solche Prüfungen wird es halt en masse geben, die sich halt abwechseln werden neben den Kämpfen. Was ganz cool ist, um das Konzept ein bisschen voranzubringen, um nicht nur einfach das gleiche Programm Jahr für Jahr durchzuziehen. Und dementsprechend müssten wir das jetzt hier weitermachen, aber wir sind schon fast fertig mit unserem Take. Und kommt bald raus tatsächlich. 23. November für den 3DS, ganz cool. Ich freue mich drauf. Ich habe fast jeden Teil gespielt und dementsprechend gucke ich mir auch... Nein, das ist kein Müll. Das ist sehr gut.